Alter. Hi, na, auch schon da. Ich war gerade in YouTube drin, hab mir mal ein Video angeguckt, hab das schon mal bearbeitet, dass es für euch auch wie geplant am Donnerstag hochladen wird, also das, was Cindy jetzt gemacht hat. Hab dann mal auf die Wiedergabe dabei geguckt. Oh. Sauberes Stündchen war. Ich muss gestehen, ich habe mir das Video dann auch letzten 2, 3 Minuten angeguckt, wo ich dann darauf gewartet habe, dass er sagt, ja, okay, ich habe überzogen, nächste Runde darf ich jetzt zum Beispiel mal keine Straßen bauen oder mal das und nicht machen. Also es ist selber quasi eine Straßenpflicht, ja. Da kam nichts. Ja. Gut, für euch fängt jetzt erst bei Timelapse an, überlegt mir, was ich da machen kann. Na? Gut, dann viel Spaß und bis gleich. Und da sind wir wieder. Ja, zu der Strafe, um darauf zurückzukommen. Da mir jetzt persönlich keine Strafe einfällt, die jetzt nicht unangemessen wäre, weil mir ist das halt vorher auch passiert,
Hätte ich jetzt gesagt, okay, ich ziehe mit einer Stunde nach, dann sollten wir eigentlich wieder im Ausgleich sein, wenn ich mich recht entsinne. Also ich glaube, er hatte schon zwei Folgen, ich hatte eine, die eine Stunde gedauert haben. Und von daher würde ich meinen, eine Stunde ist okay, oder? Mach ich jetzt eine Stunde und ab dann pegeln wir uns wieder ein auf die halbe Stunde, oder? Gut. Denke schon. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt ziemlich an, auch wenn es dieselbe Musik ist wie beim letzten Mal. Ich bin relativ unkreativ, was die Musik manchmal angeht. So. Wo gibt's denn hier Baustellen? Mir ist alles gut. Gut. Facharbeitermangel, aber das kommt hier unten hin. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier noch eine Zone. Hier oben noch eine Zone. Okay. Und die Hauptlinie hier unten halt. Ich würde sagen, wir bauen hier unten noch einen Wohnpark hin, dass es am Ende ein riesengroßes Ding hier wird. Außerdem hatte ich hier überlegt, noch eine Anbindung nach oben zu machen. Da werde ich mal ganz schnell machen. Heute wieder vergesse. So. Muss ich bloß mal hier so einen Punkt hier den. Und zwar dort soll dran gehen, das heißt, wenn es unter der Erde ist, ein bisschen schön machen ist okay. So. Ab. Ich meine, der Platz ist da für einen Anschluss, also nehmen wir den uns jetzt auch. Letztendlich, warum nicht? Dann haben wir hier wenigstens noch einen Ausgang und das ist halt ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Dann kommen die da halt auch raus, die Leute. So, dann machen wir hier dasselbe Spielchen. Zu weit weg. Hier sagt der Gesetzgeber, ist noch okay. So. Jetzt haben wir das Thema. Jetzt muss ich das scheiß Ding hier bloß noch anschließen. Das ist auch kacke.
Wie mache ich denn das hier? So. So. Jetzt das hier, ne? Hätte ich das hier nicht komplett schon verkackt. So. Ja, die dürfen sich jetzt hier unten halt auch nicht drängen, ne? Muss man dazu sagen. Ansonsten, wir könnten das hier auch anders gestalten. Fällt mir gerade so ein, wir könnten ja hier. Ja, so rum ist doof, so rum wäre besser. So. Die fahren da lang. Die fahren da lang. Und da lang. So. Stopp. Nochmal. Okay, geradeaus, easy. So, dann alle auf rot. Dann dürfen die fahren und die fahren. Zack. Dann die rot, die rot. Dann dürfen hier alle fahren, dann dürfen die rechts abbiegen. Zack. Und fertig. Da staut sich das da. Okay, dann erhöhe ich das mal. Also momentan ist es so, als wenn es gleich bleibt aus meiner Sicht. Das heißt, ich erhöhe das hier mal auf 15. Weiter, weiter, so. Die Mob, der Moppelfahrer blockiert die Krankenwagen, so muss das im Leben, ey.
Gucken wir, ob das so jetzt besser läuft. Aber kurz mal ein Kratzen drin, das war nicht so schön eben. Na, wenn die nicht alle nach... nach rechts wollten, wäre das ja sogar ganz angenehm gerade. 1, 2, hier muss er von einer sein, sag ich doch. Ja, mal über den Wege hier. Komplette Überflutung hier der Straße. Hier. Wirklich komplett gerade gewesen. Also da muss ich jetzt auch einschreiten. Das ging ja nicht anders. Das ist für ein komisches Knacksen hier bei mir. Ich weiß nicht, ob das im Stream eine Aufnahme dann auch ist, aber naja. Gut, lassen wir die mal arbeiten hier. Bis jetzt ist der Stau nicht mehr zu sehen hier oben. Das ist so mein Ziel gerade gewesen. Hier ist er auch komplett weg. So. Gut, wir kümmern uns jetzt mal hier unten um die Binnengeschichten. Warte, wenn ich jetzt gucke, Strom ist da. Wasser ist da. Heizung ist da. Gibt es hier irgendwie noch einen Reiter? Uns verdefiniert, okay. Industrie, lassen wir mal außen vor. Krankenzustand, Gesundheitswesen, Verfügbarkeit. Oh, sieht da ganz gut aus. Oh, die Feuerwehr zu bemängeln, dass es hier noch viele Stellen gibt, die noch in Zündholz agieren können. Und sich das dann zum Flächenbrand ausbreitet. So. So. Heute alles ein bisschen eindämmen. Kriminalität ist niedrig, das ist doch wunderbar. Schulen. Schulen, Schulen. Eine Uni haben wir, die hat noch Platz, sagt sie. Ja,
die U-Bahn-Linien bringen tausende von Leuten hin und her. Die hab ich mir ja nicht angeguckt. Die übernehmen so ziemlich gerade die Aufgaben der... des Schienensystems, was ich aufsetzen wollte. Das werde ich in absehbarer Zeit sogar nochmal ändern. Eigentlich wollte ich, dass überall in jedem Gebiet eine Zuglinie mindestens ist. Muss bloß mal gucken hier. Beispiel wie hier. So, da eine. Da eine. Okay. Attacke. Machen wir das halt unterirdisch. Zack. Mache ich das jetzt hier? So. Komm schon. Jetzt aber. Okay. So. Sollte eigentlich auch keine Probleme geben, darüber zu kommen. Da. Zap, 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 zap. Ups.
Oh. Ah, haben wir das Eck erstmal. Nur mein Ziel ist es aber, die unten heute zu zimmern. Da wird die Autobahn auch ein Bestandteil sein. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Autobahn weiter. Na eben. Da. Komm. Ah. Warte eben. Da. Ach, gut, nicht mal perfekt. Toll. Danke, Scheißspiel. So. Blup. Autobahn umgedreht. Jetzt haben wir eine schöne Autobahn, die erstmal am Kartenrand lang führt. Und hier kommt jetzt ein neues Wohngebiet lang. Ich hoffe mal. Dass ich der ganzen Geschichte hier ein bisschen gerecht werde. So, jetzt einfach mal von hier nach da, so. So. Dann so. Okay, eigentlich müsste ich gar hier rauskommen. Ach ne, ich habe ja sogar ein bisschen mehr gehabt da unten. Ja, hier oben ist das nicht so schlimm. Okay. Nee, bauen wir doch komplett immer anders. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Geld. Auch wenn früher mal ein bisschen mehr gewesen ist. Wo sind denn die Geld? Und jetzt hier.
du da nicht schlossen oder nicht? Okay. Soweit so gut. Nee, passt nicht. Okay. Ah ne, andersrum. Wieso? Ach, Kacke. Das muss ja andersrum. Kacke. Erstmal der hier. Ja. Ja, wieso sind das zwei hoch? Ich wollte bloß einen hoch. Ich wollte bloß einen hoch, Onkels. Wie lange hat er denn von hier? Das muss ungefähr symmetrisch sein jetzt. Ja, das wird dann natürlich im nächsten Timelapse mit dran sein und die erste halbe Stunde schon mal um. Ganz wichtig. So. Die drei gehen hier runter. Das kann ich jetzt schon mal drin machen. Ja, und hier wird es natürlich so sein, dass die immer im Doppelpack versorgt werden. Und natürlich mit den Ampellagern.
So. Gucken wir mal. Machen wir mal die Mittelstraße immer komplett. Nee, so rum nicht, so. So kacke so. Verarschen. Willst du mich gerade Kern verarschen spielen? Dahin ist okay. Boah, mein Mist halt so ist mir. Oh ja, so. Was soll denn das hier, ey? Ort bereits belegt, was ist das? Eishockeyfeld. Eishockeyfeld wird unterlegt. Da, so. Ort bereits verlegt, was ist das? Hier so ein Eisding kackt wieder mal. Dahin. Macht halt so rum. So. Bitte darf ich die U-Pläne mal überarbeiten. Ach komm. Ich bin ja schon drüber, ne? Dann kann ich es auch direkt machen, ja. Jetzt muss die Bahnstrecke nochmal weg. Ist ja zum Glück eh nicht angeschlossen. War wieder mal zu kurz für das Spiel, anstatt er dann einfach gleich blockiert, wenn ich da eh nicht weiter bauen kann, ja, also so. So auf manchmal das Spielprinzip nicht, aber okay. Okay, auf ein neues.
Ich brauche alles immer überarbeiten hier, ist doch zum Kotzen. Da haben wir noch 23 Minuten, naja. Mann hier. Wenn man immer Rechtsklick gleich drückt, weil man denkt, okay, aber man hat das. Okay. Ist da oben halt anders gemacht? Doch ein Grund. Weil das sind wieder so eine Straßen, die ich jetzt sowieso mal wieder machen muss. Ich hoffe, dass sich der Verkehr hier halbwegs selber regelt, dass ich das nicht noch machen muss. Das wäre dann wirklich Amok pur hier. Na, wie mache ich auch mal wieder das da? Kommt denn noch? Okay. So. Okay. Jetzt erstmal überall hier die Ampeln raus. So. Mammutprojekt Großstadt hier, ey. So. Wenn die fahren, dürfen maximal die hier fahren. Genau. Zack. Dann bekommen die rot. Dann kommt hier Geradeausverkehr erstmal. Die dürfen auch natürlich selbstverständlich hier nach rechts abbiegen. Und die dürfen selbstverständlich auch nach rechts abbiegen. Ja, so.
Ja. Das sah alle wieder aus. Und jetzt kommen die hier. Die biegen so ab. So ab und so ab. Das heißt, die dürfen nach rechts abbiegen. Ich hab jetzt hier Kind vergessen, das werden wir jetzt mehr sehen. Lass ich erstmal die Kreuzung hier wieder fangen. Aber wie viele Autos wollen denn da noch spawnen? Naja, kein Problem. Hier ist nur jetzt Spawn-Ding für Autos aller Art. Easy. Eine Macke war hier. Jetzt sieht es natürlich hier hinten wieder geil aus. Bloop. 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 Dann müsste ich mir vielleicht auch mal eine Abkürzung einfallen lassen, damit wir die Straße mal relativ schnell hier runterkriegen. Naja, sollen wir jetzt erstmal lang tuckeln. Flup, flup, flup. Plum, plum, plum. Okay. Also wie ich es mir hier schon gedacht habe, wie kommen dann die Dinger hin? Hier nicht. Ne, Einbahnstraßendinger waren das hier. Hier. Puh. Hätte man die Hose sehen können. Damit es hier dieses Problem nicht mehr gibt, weil ich gerade schon gedacht habe, das ist eh schon passiert. Und zwar, wenn die Linksabbieger hier rum wollen und hier ist bloß eine Straße und hier stehen halt welche, die links abbiegen wollen, ist das natürlich halt irgendwo kontraproduktiv, ne? Bedeutet, wir bauen das jetzt so um, dass es zwei Spuren gibt, eine für geradeaus und eine um hier rauf zu biegen. Dann ist die, die hier hochbiegen will, immer voll. So, aber die, die von der Seite kommen, die können dann halt immer noch runterfahren und geradeaus ins Wohngebiet, ja, ins Wohngebiet. Richtig. Ah. Ah. Ja, das meinte ich jetzt. Um sowas einfach zu vermeiden. Ich muss noch hier meiner sein, aber wir schauen jetzt erstmal, wie es funktioniert. Okay, ich muss hier meiner sein. Das ist kein Wendepunkt hier. Die dürfen, wenn sie hier runterfahren, höchstens geradeaus denn. Und hier genau dasselbe Spiel, die dürfen dann auch höchstens geradeaus. Hier ebenfalls. Und hier. So, jetzt muss ich bloß gucken. Eine geht noch. So, nehmen wir das Ding weg und das Ding weg.
Und hier unten können sie meinetwegen machen dann. Ansonsten sind hier dauerhaft als Wendemöglichkeiten, das soll ja nur ohne sein, ne? Wir stehen jetzt alle in der Mitte. Wo wollen die dann hin? Nach ganz links, damit sie da runterkommen. Wow, ihr Pappnasen, ey. Eimer, ey. Na Witz. Oh. Oh, wir sind immer noch kein... Na doch, ein bisschen schlauer sind wir geworden in der Zeit. Läuft ja richtig mit euch hier. Und grün. Ganz nach Süden jetzt halt auch, ne? Also hier unten könnt ihr auch auf die Autobahn, so ist nicht. Also jetzt mit der Straßenbahn. Kommt hier demnächst mal hin, oder? Machen die gerade mal Feierabend für eine Stunde. Ah, guck mal, da kommt die erste. Und so gut besucht. Wenn ihr seht, wie das Ding fährt, ey. Das wäre natürlich noch ein Highlight. Loop. Oh, jetzt ist er voll. Oh, jetzt ist er wieder leer. Okay. Was sind sie denn? 10 Minuten Heiker noch. Ich kann ja noch ein bisschen was basteln hier. So ist er ja nun nicht. Ordentlich. Da hält mir die Straße mal wieder. Ah.
Okay. Ja, tut mir ja leid, aber die Müllverbrennungsanlage passt mir da nur ja nicht. Ziemlich alle, was hier gerade steht, müsste hier weg. Ich glaube, das macht's ja nicht so praktisch mitten im dichten Wohngebiet. Das Ding könnten wir da sogar stehen lassen, das Ding auch, das ist eine U-Bahn-Station. Das Ding muss nochmal umgesetzt werden. Aber da, ne? Gut. Kommen wir jetzt hier noch eine schöne Straße lang. Zack, die Anbindung nehme ich dahin. Ah, Ampeln erstmal weg, zack, zack. Natürlich selbe Prozedere, zack, 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 hoppala. Jetzt soll hier auch nicht als Wände missbraucht werden, logisch. Okay. Lass mal gucken hier. Warum er da nicht leer oben bleibt, Grafik zwar gerade nicht so, aber... Ja. Wie viel sind es jetzt von hier aus? 1, 2, der dritte. 1, 2, der dritte. Naja. Eins, zwei, der dritte. Gut, gibt schönere, aber im Notfrister Teufel fliegen, ne? Irgendwie so war das. Ah, oh, die Kreuzung wenigstens wieder und diesen Mittelpunkt hier. Okay, dann haben wir das Thema erstmal durch. Dann ziehen wir den noch bis hier hinten durch. Zack. Wie gesagt, hier darf ich eh ran. Geht das nur blöd nicht? Ja. Weißt du, das Spiel
nimm dir alles. Also wenn du hier wirklich was verlierst, dann nutzt das Spiel doch aus. Eklig, ey. Was mag ich ja. Noch 2 Minuten noch, Leute. Und da nochmal eine schöne Serpentina. Okay, das wird so ein Ort nach unten Vorbildort, den ich jetzt momentan aber nicht weiß, weil ich gerade keine Ausrede dafür parat habe, wie der Ort heißen soll. Aber den gibt es, ja, also. Oh, warte, Alter. Ah, okay. Damit er weiß, was hier hinkommen soll. Blub. Strom ist ja dran, ne? Heizrohre kommen noch mit dazu. Und dann hat sich das für mich auch schon gegessen heute hier. Neigt meine Überlänge auch durch. Na, dieses Mal war es sogar geplant, also. Beabsichtigte Überlänge. Ich hoffe, das ahnt hier nicht aus in so einer Art Kleinkrieg, ne? Wer kann länger? Also unter dem Motto, jetzt hat er auch wieder länger gemacht, jetzt darf ich das auch wieder. Ich hoffe, ich werde es ihm nachher noch schreiben. Eine halbe Stunde wieder, ja?
Ansonsten werden mir die Formate einfach zu lang. Eigentlich wollte ich noch was anderes gerade aufnehmen, aber muss man schauen, wie es aussieht. Aber gut, ihr seht ja. Bahnhof weg, genau, schnell im Plästern, da in. Da in. Dahin. Hier kommt ja eh noch ein bisschen was mehr hin. Das wird so eine Art Freestyle-Ecke hier. Ja. Ja, der Rest wird sich halt zeigen, ne, was jetzt kommt. Ich hoffe, dass das Wohngebiet hier auch angenommen wird. Die Autobahn wird ja zumindest schon mal benutzt. Und ja, sage ich euch schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser gewollten Überlänge. Und bis zum nächsten Mal bei Puppies Gaming. Tschüss.